Attraktiv das Star-Magazin wird Ihnen stark schön präsentiert von Stilar Friseure, Leidenschaft für Ihr Haar. Es ist Donnerstag, der 17. Oktober, es ist 18.30 Uhr, Zeit für Attraktiv, das Star-Magazin. Mein Name ist Jessica Parker und mein Bambi gebe ich nicht zurück. Kinder, endlich wird's Winter und das heißt für mich ja nicht nur Weihnachtsmarkt und lange Männer, sondern auch Eislaufen gehen. Haha! Hallo, ich habe heute einen kinderfreien Tag und da habe ich mir gedacht, ich gehe mal Schlittschuhlaufen am Potsdamer Platz, da habe ich so richtig Lust drauf und da wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Sag mal, hört ihr auch dieses Gezetere und Gegackere, dieses schrille Kreischen? Gott, mich juckt schon überall, das sind Kinder, das sind, ach nee, alles Schulklassen, ach nee, scheiße. Ich habe schon wieder die Schnauze voll. Hallo. Na, habt ihr alle Spaß hier, ja? Wie bin ich schön? Na Mensch, da bin ich einmal Eislaufen und ich bin ja ein Kindermagnet, ja. Kaum bin ich hier, hab ich Trauben von Kindern um mich. Die Musik ist aber wahnsinnig beschissen hier. Ich gehe hier auf keinen Fall nochmal hin. Da gehe ich lieber wieder auf meine Profi-Eisbahn. Da hat man ein bisschen mehr Ruhe. Wo ist denn eigentlich jetzt mein Bodyguard? Ich brauch sowas ja, wenn ich in die Öffentlichkeit... Sag mal, wo bleibst du denn eigentlich die ganze Zeit? Was soll ich denn machen, Mann? Und wie siehst du eigentlich aus? Was soll denn das schon wieder? Ich möchte gerne, dass du einen Anzug trägst, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen. Ach Mensch, aber... Ja, nicht aber. Ist egal. Halt mir bitte jetzt die Kinder vom Hals, damit ich endlich mal hier ordentlich fahren kann. Okay, Kinders. Husch, 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 husch. Eine beschissene Musik. Also ich muss echt sagen, es war total anstrengend. Und außerdem hat er mir nur Scheißsachen beigebracht, jetzt unterhält er sich mit den komischen Mädchen. Und ich muss Folgendes sagen, die Musik ist sowas von beschissen, ich habe schon richtiges Ohrensausen. Ist mir alles zu viel, ich gehe jetzt Glühwein trinken und zwar richtig lecker. Kurz Kaffee. Also dieser Tag hier, der war furchtbar. Das internationale Topmodel Jessica Parker. Schlimmer als auf dem roten Teppich, auf der Eisbahn. Wir wurden verfolgt, wir wurden gejagt. Ich weiß auch nicht, ich mach da nicht mehr lange mit. Ich kann so nämlich nicht arbeiten. War natürlich wieder klar, dass die Chefin Reifen hochtragen lässt vom Bodyguard der Arme. Aber so sind sie, unsere Topmodels, nicht? Na, ich hoffe nur, dass die Gute unten heil ankommt, weil sonst kriege ich wieder den Anschluss von der Loch, weil die Parker wieder für 2 Wochen außer Gefecht gesetzt ist. Drücken wir mal die Daumen, wa? Also Leute, toll, kann ich nur empfehlen. Komm mit jetzt hier. Also das Rodeln hat so richtig Spaß gemacht, bin jetzt so richtig schön durchgewummert, aber jetzt hat die Loch schon wieder angerufen, ist noch nicht mal 14 Uhr, muss ich ins Büro und arbeiten, ist doch kein freier Tag.
Die Schalte zu WTV steht: Vergangenheit, kannst du mich hören? Say to the new keepers. They are so lovely. Oh yes, but there aren't many keepers. They are only two. And I want to have the right keepers. Right. And you? She take the left keepers. Yes, the left keepers. And I'm not afraid, but we are here, and in the morning we buy the keepers. Yes, keepers. Look. Ich leite jetzt sehr gerne über zum Promi-Flash. Und es ist mir auch vollkommen egal, wer hier in diesem Raum sagt, ich habe eine zweite Chance verdient. Es interessiert mich nicht. Lassen Sie uns lieber an die Menschen denken, die eventuell davon profitieren. Wirklich? Ich bin total gerührt. Wenn Sie mich vielleicht akzeptieren und vielleicht in Ihre Bemühungen einschließen. Tomaten, Eier, ach, und Klopapier darf ich nicht vergessen. Deutsch lernen, dann ist man sofort integriert. Das ist Schwachsinn. Ich kann Deutsch. Eigentlich. Der Anzug steht ihm aber. Geiles Stück. Hallo. Kurz nach meiner Geburt habe ich damit angefangen und ich glaube, ich kann das heute. Komm mir nicht zu nahe. Oder ich verhexe dich. Weiter geht's mit einer neuen Runde von Attraktiv Late Night. Und morgen um 23 Uhr ist die große Live-Show im Rauschgold. Nicht verpassen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Attraktiv Late Night mit dem neuen Gast auf meinem Sofa, und zwar der Großfürstin der Travestie, Camelia Leit. Hallo Camelia. Hallo, guten Abend Jurassica. Hallo Zuschauer. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, und du nimmst mich ja jetzt so mit auf so eine Reise durch die Annalen der Travestie, oder? Ja, meine liebe Jurassica, wir machen jetzt eine Schlittenfahrt durch die Annalen der Travestie. Ja, dann komm ich mal runter. Ich nehme dich mal mit hier unter meine Decke, weil es ist ja auch schon so kalt im November. Ich würde sagen, wir stoßen mal schnell an. Ja, wir haben ein Glühweinchen hier, ehrlich auch. Es ist so kalt, dass ich schon schwitze. Prost, Kaffee. Ja, Stößchen. Ja, also ich bin, wie schon gesagt, Camelia Leit. Ich bin 51. Ich finde, das rechnet sich immer schön, wenn man ein bisschen was abziehen kann. Nicht so wie andere, die meistens immer nur 25 sind. Und ich bin ein junges Ding, trotz meines hohen Alters. Und meine politische und gesellschaftliche Heimat ist das Schwutz. Man kennt mich da auch unter anderem als DJ-Mode-Opfer. Und ich bin damals im zarten Alter von 10 in Schwutz gekommen, als kleine junge Transe, die sich ihre Füße kaputtgeschlagen hat, nachdem sie im 5. Stockwerk oben im Schwutz am Südstern irgendwie jedes Wochenende mit Muttis Perücke, ne, damals noch Ende der 80er, Anfang der 90er, aufgeschlagen ist. Ja, und seitdem bin ich da hängen geblieben. Ich habe mich hochgeschlafen, das auf dem Plattenteller, und den darf ich auch heute ab und zu mal drehen. Ne? Sag mal, die Margot Schlönske war letzte Woche bei mir auf dem Sofa. Die hat ja eine ganz, ganz, ganz spannende Theorie aufgestellt. Und zwar hat die gesagt, dass vor 10 Jahren Transenzickereien oder Tuntenzickereien noch gar nicht so existierten, weil die alle dafür eine gemeinsame Sache gekämpft haben. Und heutzutage sind halt halbwegs alle Ziele erreicht, für die wir kämpfen könnten, müssten. Und deshalb konzentrieren sich jetzt viele einfach auf so unwichtige Zickereien miteinander. Findest du das auch so? Ich muss da Margot ein bisschen recht geben. Also die Lage ist schon anders wie vor 10 Jahren. Ne? Damals, möchte ich mal vergleichen, da gab es also sowas wie Jérôme Castel oder Sassi de Paris, und das waren hier alles schön, weißt du. Mhm. Und dann gab es sowas wie die Schwutztunden, Camelia Leit, Gabi Tupper, Chouchoute Briquette, bisschen Politik, bisschen Anspruch, sehr viel Unterhaltung, ein bisschen abgeflacht schon im Vergleich zu noch davor. Und dann gab es so den Sonntagsclub, und es gab Lesben, es gab Männer, die aussahen wie Männer, aber Frauen waren Track Kings. Ja, und wir haben alle zusammen in so Parallelwelten gelebt, also um den Vergleich mal ranzuziehen, nicht? Haben uns aber einmal im Jahr oder zweimal im Jahr zu hohen Schulen und queeren Feiertagen getroffen, wie Wickstöckel, CSD, und haben wirklich schon zusammengearbeitet für die Sache, für die gemeinsame, übergeordnete Sache eingestanden. Heute zickt man sich rum über Facebook, wer das schönere Make-up hat, wer Mac trägt, wer Zara trägt. Und weißt du, das ist alles ein bisschen abgeflacht. Mhm. Ja, also man hat so dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist schon ein bisschen weg, muss man sagen.
Ist ja interessant, dass du das also auch, und du bist ja noch mal 10 Jahre länger im Geschäft als die Margot, ne? Ja. Prost Kaffee. Du, sag mal, ist dir es auch aufgefallen, dass in den letzten 2-3 Jahren Berlin so eine richtige Neutransen-Jungtransen-Flut erlebt? Ja, der Tsunami der Travestie. So kann man es sagen, aber ich meine, ich finde das ja nicht schlecht, weißt du? Mhm. Weil Vielfalt belebt das Geschäft und dieses Transensein ist ja auch, weißt du, so ein Ausdruck der neuen Lebensqualität, die im Grunde so Leute wie ich oder meine Vorgängerinnen, dafür haben wir gekämpft, ja, weißt du? Ja, ja. Finde ich auch. Kannst du dich noch erinnern, wie du angefangen hast? Ja, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Und zwar habe ich im Schwutz angefangen, im Schwutz. Zufall, ja. Und da war ich ja ganz, ganz früher, war ich da ja Schnapstranse. Da habe ich immer den Freischnaps bei Proxy Club verteilt. Das war mein Anfang. Ja. Und ich erinnere mich noch sehr gut, abschließend jetzt mal zu sagen, als ich frisch angefangen habe, ich wurde eigentlich auch nur fertig gemacht und angefeindet. Aber da muss man, glaube ich, durch als Jungtranse. Habe ich dich beachtet? Ich glaube nicht. Ja, fertig gemacht. So, und deshalb sage ich tschüss, schön, dass du da warst, meine Dankeschön. Gute. Dankeschön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ja. Mein Schatz. Ja, so, und dann gebe ich wieder zurück ins Studio und wir sehen uns morgen um 23 Uhr im Rauschgold zu Attraktiv Late Night, der großen Live-Show, wo die Camille ja auch mit dabei ist. Und jetzt tschüss. Kommen wir zum Wetter. Bis gleich. Oh, was ist denn das hier so kalt, Brigitte? Oh, ist hier die Heizung kaputt? Oh, wo hast denn du die Jacke her? Vom Aufnahmeleiter. Gibt's da noch eine? Scheiße. Oh, Brigitte. Kann ich mit unter deine Jacke? Ach komm, jetzt mach schon. Oh Gott. Oh, es ist schön wohlig warm bei dir hier unten. Oh. Also Leute, zieht euch warm an. Der ist da. Besonders hier im Osten. Es ist an der Zeit, näher zusammenzurücken. Ich gehe mal wieder. Oh Gott. Bis Ständchen. Mein Gott. Party, 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 Tipp! So, meine Lieben, kommt alle Samstag ins Irrenhaus im Geburtstagsclub am Friedrichshain 33. Es wird toll, es wird legendär und für jeden Irrenhausbesucher wartet eine ganz besondere Überraschung. Denn jeder, der Eintritt bezahlt, kriegt einen Blowjob von Fixie Fate gratis obendrauf. Dolle Show, 20 Dancefloors, 5 Millionen DJs und ich, eure Nina. Bis Samstag im Geburtstagsclub. Tschüss. Und das war's auch schon wieder von mir. Bis nächsten Donnerstag. Na und ich gehe jetzt noch ins Rauschgold. Hm. Schön an Tresen. Oh ja. Und trink 8 bis 12 Schnäppchen. Prost! Oh. Ja.